Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 DE Prios. Ja, gestern kam Daimos Part, das heißt, heute sollte wieder möglicherweise, und da ist YouTube noch direkt im Haus, sollte möglicherweise ein Prios Video kommen. Eine kurze Info vorab, das mit der Gameforge hat geklappt alles. Ihr wisst ja, ich habe da so ein bisschen was gefragt und wir wollten ein bisschen was zusammenarbeiten und so. Und das wird jetzt demnächst irgendwann mal kommen. Wir sind gerade noch an überlegen, wie wir das alles umsetzen. Und ja, heute machen wir mal ein bisschen verappen. Da war letztens so ein Event mit Erzen und so. Und da habe ich ein bisschen was abgebaut. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal hochzuappen. Wir sind jetzt gerade bei den Himmelsdrehen-Alchemisten. Das heißt, wir haben leider nur 30% Chance, dass sowas klappt, aber es gibt von den neuen Ärzten noch keine, Alchemisten, genau das habe ich gesucht. Und deswegen müssen wir hier appen und wir machen das auch einfach mal. Ich habe hier jetzt einfach mal ein bisschen was Young draufgepackt, aber das kostet nur 3000. Das ist ja noch okay. Bla. Hey. Granat. Ich werde nicht mehr. So, ich würde sagen, wir machen erstmal von den ganzen Dingern 100 weg. Dann haben wir gleich die ganzen Stapel. Ja, ihr seht, das klappt nicht wirklich gut. Aber bei so einem Event, da kriegt man ja ein bisschen was. Und ja, that aim. Ja, da kriegt man ja ein bisschen was und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ein bisschen was fehlschlägt. Und ja, ich glaube, so diese Events sind immer so 20 Minuten lang. Ja, und ja, ihr seht, ich habe da locker über 2000 bekommen. Wobei man aber auch sagen muss, ich bin da mit 3 Chars hingegangen. Aber hier Dyran zum Beispiel, der hat, ein Rubin. Der hat, warum was denn? Hier, Bergbau P. Das heißt, also, wenn ich ehrlich bin, wirklich viel merkt man davon nicht. Aber bei der Menge, die manchmal rauskommt, das ist da doch schon echt krass. Also das Höchste, was ich da mal rausbekommen habe bei einem Char, der das nicht P hatte, war so bei 50 bis 70. Und bei Dyran habe ich zum Beispiel auch mal über 100 bekommen. Und das lohnt sich doch dann auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier die ganzen Dinger auf 1 reduziert. Und wir machen weiter. Bisher hat es noch nicht wirklich viel geklappt, aber was soll's. Immer noch von beiden 5. Na, dann können wir das ja immer so abwechselnd ab, ne? Ja, so. Ja, wir werden jetzt gleich noch was anderes machen. Aber, ne? Seid gespannt. Das ist jetzt gerade auch, denke ich mal, nicht so der Mega-Content, aber das gehört halt zum Spielen. Da muss man auch mal zeigen, ne? Also. So. Ich möchte ja so ein rundum Blick vom Metin hier zeigen und da gehört sowas auch dazu. Womit man übrigens auch sehr gut Young machen kann, so mal für die Anfänger. Einfach ein bisschen Ebenholz und so, Himmelstränenerz vor allem. Oh, scheiße, ein Monster plus 3. Nein! Jetzt wegen einem Schallstein. Ich wette, das lohnt sich noch nicht mal. Hä? Wenn das klappt, dann hole ich noch den anderen Stein. Wenn das nicht klappt, dann nicht. Hä? Kann das Gewünschte nicht herstellen. Aber da ist doch ein Stein. Verstecken wir den mal.
Probieren wir es nochmal, aber. Blabla. Ich meine, dann wird ja auch angezeigt. Warte, schmeißen wir den mal weg. Vielleicht macht der da ein bisschen was kaputt, so. Keine Ahnung. So. Nö, keine Ahnung. Ist anscheinend. Naja. Ne, okay. Hat jetzt ein bisschen was geklappt. Das mit den Rubinen, das ist ordentlich, auf jeden Fall. 2 Granaten, 6 Rubinen. Das kann sich sehen lassen. Hat doch mehr geklappt, als ich dachte. Ja, haben wir da auch noch 2-mal. Aber das machen wir dann irgendwann mal anders. Wir sehen uns jetzt gleich wieder auf einen anderen Char. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, wir sind jetzt beim zweiten Teil des Videos. Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen farmen, weil Vasopilami keine roten Äste mehr hat. Bisher haben wir 6 abgeliefert. Ja, die haben jetzt nicht so mördermäßig gut geklappt, aber besser als die Tafeln auf jeden Fall. Und ich würde sagen, komm. Komm, mach mal die Drachensteinalchemie an, ne? Jo. Das ist doch schön, so ein Damage. Ja, jemand hatte mal vorgeschlagen, ja, hey, mach doch, test mal wirklich, was so maximal ist. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Also so an Damage und so. Werde dann irgendwie gucken, dass ich da auch so ein bisschen Push habe. Muss ich mir irgendwie mal Drachengott und sowas da holen. Taus und sowas werde ich mir dann auch holen. Müssen wir dann alles mal gucken, also ob ich da wirklich das Maximum dann rausholen kann, zum Beispiel so eine Friese, ja, muss man erstmal bekommen, ne? Also auf dem Markt habe ich jetzt zum Beispiel keine gesehen. Und wenn dann irgendwie für 100 KK und... Ja gut, das wäre jetzt schon eine Menge, ne? Also müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Aber ich bin zuversichtlich, wir werden das schon irgendwie regeln. So, ich werde jetzt gleich noch die Dryaden einmal anreiten. Können wir das schon mal wieder ausmachen. Aber die Dryaden reiten wir jetzt mal alle an. Weil dann droppt man davon auch noch was. Wegen den Ästen und so. Da haben wir einen bekommen. Den ersten. Ich hoffe, wir bekommen noch einen. Das wäre cool. So. Wow, wow, wow. Geh nicht kaputt. Geh nicht kaputt. Entweder war das jetzt... Ja doch, das war sehr knapp, aber es hat noch irgendwie geklappt. Keine Ahnung wie, der dann kaputt gegangen ist, weil wir ja nicht mehr gehauen haben, aber ja. Gut, Bluttablette gönnen wir uns. Himmelsvogelfächer heben wir auch mal auf. Ja, Partisan und sowas, Wiederkehr nehmen wir auch mit. Denn wir haben ja noch ein bisschen was zu uppen. Eben, gerade, ne? FB haben wir bekommen, kurieren. Aura hatten wir das letzte Mal gedroppt. Ich habe den Shadow nicht aufgeräumt. Aber ich suche uns jetzt noch einen Metin. Bis gleich. So, ich habe den nächsten Stein. Und wir hauen ihn jetzt. Das klingt logisch. Ist auch logisch. Und wir reden gar nicht weiter drüber. So. Dann nehmen wir mal die Quest an. Geheimnis Geisterwaldes. Ja, irgendwie hier, Schriftrollen, ne, wie heißen die noch, Meisterbücher? Ja, da die Scheiße halt, ihr wisst halt, was ich meine, da wo man die Selis bekommen kann. Die Dinger kann ich ja auch mal machen. Dann haben wir da auch schon mal ein neues Video, stimmt. Dann könnte man das auch mal machen. Das machen wir auch, ja, doch. Und Handschuhe rein. Und weiter. Drachen Schäplitech. So. Stimmt, das können wir dann nebenbei auch noch farmen. Ich glaube, im Roten Wald fallen zur Spawnzeit. Also wenn ihr nicht wisst, was Spawnzeit ist und so, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann mach ich dazu mal ein Tutorial. Das heißt so bestmöglich farmen und so. Und... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja,
zur Spawnzeit fällt immer ein Metin und irgendwie danach nochmal einer. Also da bin ich noch nicht wirklich hintergestiegen, wobei ich aber auch sagen muss, so richtig aktiv habe ich jetzt nicht in Rotenwald. Eigentlich gar nicht, weil es sich ja kaum noch lohnt. Früher musste man halt hier hin, um die, ne? Sagt ja. Um die Erfahrungsringe und sowas zu droppen. Treffe ich den Metin? Ich schätze mal nicht, nee. Da haben wir einen Ast. Haben wir schon zwei. Ich würde sagen, nach den Steinen machen wir wieder aus. Brauchen wir nicht mehr. Nach den Steinen machen wir auf jeden Fall noch einen. Muss das für diesen Part lang. So. Bleibt bei zwei Ästen. Und da geht Furcht aus. Aber egal, da noch. Aufs Pferd will er nicht. Schamane heben wir noch auf. Und der Rest ist Arsch. Ja gut, ein Mädchen suche ich uns noch. Bis gleich. So, da habe ich den letzten Mädchen. Und wir fangen jetzt direkt an. Kann sein, dass wir gleich nochmal angeschrieben werden. Aber das ist ja easy. So. Mach die Alchi an. Erstmal hier. So. Quest annehmen. Und dafür sind wir ja hier. So, die Drops eben war Stampfer, ist Arsch. Aber. Naja. Ist ja alles okay. So, Alchi, mach mal an, komm. Weil sowieso noch. Ach, 23 Stunden und 5 Minuten. Das ist ja alles locker easy hier. So. Ja, das würde ich jetzt nicht irgendwie zum Leveln oder so anlassen. Also, ich glaube, dafür ist das dann zu schade. Aber allgemein, so für ein Metin hauen oder so, ist das doch eine echt schöne Sache. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt hätte ich auch noch Dyran oder so an der Seite, wirklich um die Dinge runterzuhauen. Ich glaube, das würde rucki zucki gehen. Ich meine, jetzt gerade dauert es ja auch nicht wirklich lange, aber hab halt keinen Buff, ne? Also das muss man ja auch dazu sagen. Aber ja, stimmt, der Metin ist ja schon fast down. Ich hau jetzt nochmal die Dryaden alle an. So. So. Holen wir hier noch ein bisschen. Holen wir da noch ein bisschen. Und dann hauen wir hier weiter. So. Und dann können wir das auch schon wieder ausmachen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Dass man dann wirklich keinen Platz in dem Inventar. Das ist praktisch. Ja, ich weiß, ich hätte mich auch noch was leer machen können. Wir haben keinen Dings gedroppt. Keinen Ast. Aber ich werde jetzt gleich noch ein bisschen offscreen farmen, Lebenswille. Ja, werde noch ein bisschen offscreen farmen, einfach, ja, damit ich wieder ein paar Äste habe zum Abgeben und so. Und ja, ich würde sagen, da haben wir noch einen gedroppt. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus, bis denne, Grüße, Fossi.